Pusteblume. So ein Luftballon, der geht ja nicht nur nach oben, sondern der kann auch noch was mitnehmen. Und dann müssen doch sehr viele Ballons mich in die Höhe tragen können, nicht? Das wollen wir mal probieren. Ah, dann nehmen wir die noch mit dazu. Ja, ich habe hier eine ganze Menge Luftballons am Stuhl festgemacht. Und der Stuhl ist auch noch festgebunden. Und die nehmen wir noch dazu, da dran. Das müsste reichen, ja. Na, jetzt geht's los. Jetzt wollen wir doch mal sehen. Ja, und Leinen los. Ja, jetzt, jetzt müsste doch eigentlich, na, ja, komm, hoch, ne? Vielleicht so, ein bisschen, nee, es funktioniert nicht. Ja, vielleicht fehlen noch ein paar, die beiden, die könnte ich mir schon noch holen. Ja. Ah. Hey, halt, hier geblieben, das gibt's ja nicht. Also, was da? Da fliegt er hin, der Stuhl. Ohne mich. Na, egal. Das kann auch nur mir passieren. Obwohl, das stimmt auch nicht ganz. Denn ich weiß, vor 200 Jahren, als der erste Ballon erfunden wurde, da sind den Leuten auch eine Menge Überraschungen passiert. Hui! Hui! Gut ist das. Ach du Liebe. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das mit dem Fliegen nicht so einfach ist. So ein Luftballon, der steigt und steigt und steigt, bis er das Gas verliert, dann wird er schrumpelig und sinkt auf die Erde zurück. Naja, vielleicht geht's ja meinen Ballons mit dem Stuhl genauso. Denn mein Stuhl, den würde ich ja ganz gerne wieder haben. So, ein Papierflieger. Na, wollen wir mal sehen. Ich habe ihn einmal angeschubst und er fliegt. Aber natürlich ist er wieder runtergefallen, weil ja so ein Schubs nicht so lange vorhält. Tja, aber immerhin, die Luft trägt ihn. Und ein Vogel wird auch von der Luft getragen.
Ja, wie meine Papierschwalbe. Was aber passiert wohl, wenn ich diesem Ding hier die Flügel abschneide? Das müsste man mal ausprobieren. Einmal und zweimal. So, wollen wir mal sehen. Es stürzt ab. Also müssen doch die Flügel sehr notwendig sein. Und warum? Weil die Flügel von der Luft getragen werden. Sie liegen auf der Luft. Ja, wie ein Drachenflieger. Das Eingewickelte hier ist ein Drachen. Ein Drachen, wie wir ihn eben gesehen haben. Nun ist es ja erstaunlich, dass so ein Riesending da hineingeht. Ja, den kann man auch noch genau auf die Hälfte zusammenlegen, auf 3 Meter. Auf 3 Meter kann man den zusammenlegen? Ja. Fabelhaft. Na, da kann man ihn natürlich auch besser transportieren. Das ist schön. Ja, und da drüben sehen wir ihn schon ein bisschen zusammengebaut oder auseinandergenommen, je nachdem. Ja, da unten ist ja dieses Dreieck. Da drin steht man oder liegt man oder sitzt man, nicht? Da kann man sitzend und liegend fliegen. Das Aha. ist der Steuerbügel des ja. Drachens. Ach, damit steuern Sie das Ganze auch? Da wird der Drachen gesteuert. Ja, das heißt, wenn Sie den nach rechts oder nach links drehen, dann ja. fliegt er rechts oder links? Genau. Sehr schön. Ah, und da oben, das ist eine Art Verspannung, nicht? Damit das Ganze stabiler ist. Oder? Ja, das wird als Turm bezeichnet und der hält den Drachen nach oben stabil durch die obere Verspannung. Ja, und was würde passieren, wenn die Seile nicht da sind oder wenn sie reißen würden? Naja, der Drachen ist sehr lappig. Also beim Start ist besonders wichtig der Turm. Und wenn man Schläge von oben bekommt. Schläge? Von wem? Vom Wind. Vom Wind. Ach so, wenn die Luft in sich unruhig ist, dann genau. kann es mal sein. Ja. Oh. Aber wenn das da ist, ist ja alles gut. Da ist es in Ordnung. Ja, aber da drüben, da sehen wir ja einen schon in seiner ganzen Schönheit und in seiner ganzen Breite. Donnerwetter. Der ist ja schon fertig aufgebaut hier. Ja. Aha. Ja, und der ist ja... Der ist ja mächtig breit. Das sieht man jetzt erst so richtig. 1, 2, 3. Wie breit ist denn der überhaupt? Der hat eine Spannweite von 10 Meter. Ah, Spannweite, das ist also die Breite. Die Flügelweite, ja. Aha. 10 Meter. Aha. Und wenn man das nun so vor sich sieht, möchte man meinen, der ist sehr schwer. Ist er das eigentlich? Na, gehen Sie mal rein und heben Sie ihn selber auf. Gehen Sie mal ruhig von hinten rein. Ah ja. Stecken Sie den Kopf durch. Hier sind Sie drin, ne? Ja, so. Kopf durch und den Drachen nach oben halten. Ah, und jetzt hoch damit, ja? Oh ja, das geht, das ist gar nicht so schwer. Kann man leicht tragen. Naja, lange muss man ihn ja auch nicht tragen, nur beim Starten, nicht? Genau. Dann trägt er einen selber. Ja, ein schönes Gerät. Aber eine Frage habe ich noch. Nun ist das ja ein Drachen, der nicht gezogen wird mit einer Schnur von vorne, wie die normalen kleinen Drachen. Wieso bleibt denn der überhaupt oben? Warum fallen sie nicht runter? Der Drachen, der baut sich bei einer bestimmten Geschwindigkeit ein Luftpolster auf. Mhm. Und mit diesem Luftpolster gleitet er zu Toll. Ah ja. Ja, er schwebt auf der Luft. Genau. Ah ja, richtig. Mit einer bestimmten Geschwindigkeit ist sehr wichtig. Ja. Ja, das wollen wir doch mal sehen, die Geschwindigkeit und wie sie da schweben. Vielleicht können wir mal an den Start gehen. Ja. Meine Prima. Zwei Brüder und ich, wir zwangen das jetzt. Die was? Die zeigen? Die zwei Brüder und ich, wir fliegen jetzt runter. Sie fliegen jetzt runter? Genau. Fein, das sehen wir uns mal an. Gut. Passt auf, wir setzen uns jetzt einfach auf den Drachen. Ja, und fliegen mit. So, jetzt muss ich ein ganz kleines bisschen dagegen drücken. Jetzt habe ich einen leichten Aufwind. Der Wind kommt ganz leicht von links. Kleine Steuerbewegung. Ja, und jetzt kommt der schöne Aufwind. Traumhaft. Jetzt geht's auf. Wunderbar. Meine Güte, ist das hoch über den Bäumen. Traumhaft. Die Spitze muss ich leicht nach links. Ganz schön zum Fliegen. Und jetzt geht's wieder rauf. Wir fliegen wie ein Flugzeug. Nein, wie ein Vogel. Wie der Vogel vorhin. Mit ausgebreiteten Flügeln. Leichten Steuerdruck nach rechts, dann fliege ich nach links rüber. Den Sturzhelm übrigens braucht er nur für die Landung, falls er dabei mal stolpert. Naja, und irgendwann muss er doch mal runter. Na, ich glaube, jetzt landet er. Und jetzt sieht man da drunten schon den Landeplatz. Und jetzt fliege ich direkt auf den Punkt zu.
Ganz sanft? Ja? Na bitte. Ja, was will denn der Storch hier? Will der auch? Nein, der macht's ja ganz anders. Der schlägt mit den Flügeln, ja. Das ist es. Wenn man oben bleiben will, muss man sich schon Mühe geben. Aber so doch nicht. Nee, das wird nichts. Na los, mehr Kraft. Ja, Kraft braucht man, um in der Luft zu bleiben. Und Kraft steckt hier in diesem Motor. So, da ist er. Und dieser Motor hier, der gibt die Kraft weiter an den Propeller hier vorn. Ja, ein Flugzeug kann ja nicht mit den Flügeln schlagen, wie ein Vogel. Das muss sich schon was anderes einfallen lassen. Und dieser Propeller hier vorn, der zieht jetzt das Flugzeug durch die Luft nach vorne weg. Und nur so kann ein Flugzeug fliegen. Ja. Nun braucht ja ein Flugzeug außer dem Motor, der den Propeller dreht, noch was sehr Wichtiges, nämlich die Flügel. Nicht? Ja, wir nennen es bei uns Tragflächen. Ah, Tragflächen, das ist gut. Ja, es sind ja Flächen, die von der Luft getragen werden. Nicht? Ja, so könnte man es einfach ausdrücken. Ja. Aber noch eine Frage. Sie wollen ja nicht immer nur geradeaus fliegen. Sie wollen ja mal nach rechts oder nach links oder nach oben und unten. Wie funktioniert denn das? Na ja, dafür hat natürlich jedes Flugzeug eine Steuerung. Eine Steuerung. Aha. Und wie machen Sie das? Aha. Und damit können Sie also nach rechts oder nach links fliegen? Damit nur nicht. Wir brauchen auch dafür das Querruder. Aha. Noch eins. Und warum? Das wäre beispielsweise das Gleiche, als würden Sie beim Radfahren nur mit dem Lenker eine Richtungsänderung machen. Ja, da würde ich umfallen. Dabei würden Sie umfallen. Ja. Daher brauchen wir auch beim Fliegen noch das Querruder, damit sich das Flugzeug dann in die gewünschte Richtung legt. Ach so. Ja, beim Fahrradfahren um die Kurve muss man sich auch ein bisschen schräge legen. Und dann legt sich das Flugzeug also auch schräge, wenn Sie das da bedienen. Das Flugzeug legt sich schräge und ich kann somit um die Kurve fliegen. Aha. Was machen Sie aber, wenn Sie nach oben oder nach unten wollen? Ja, dafür haben wir im Flugzeug das Höhenruder. Das Höhenruder? Ja, das sehen Sie hinten. Aha, damit können Sie also auch starten oder landen? Ja, das wird hauptsächlich zur Start und Landung verwendet. Sagen Sie, kann man sich das mal im Fluge ansehen? Kann ich mal mitfliegen? Ja, selbstverständlich können Sie mal mitfliegen. Ja? Danke, dann komme ich mal rein. Oh, ist ein bisschen eng. Ist ein bisschen eng, aber es geht. Ah, es geht schon. Ah, Moment. So. Ja. Bevor wir fliegen, müssen wir uns noch anschnallen. Ja. So. Wie in den großen Maschinen. Sehr schön. In den großen Maschinen, auch wie im Auto. Luftaufsicht, hier ist die Delta Echo Oscar Delta Alpha. Bitte um Starterlaubnis. Mit wem haben Sie denn da gesprochen? Mit der Luftaufsicht. Und wozu? Um die Starterlaubnis einzuholen. Aha. Und wo sitzt diese Luftaufsicht? Da drüben im gläsernen Turm. Aber jetzt geht's los. Wir heben ab.
Und hoch geht's. Und immer höher. Hier ist ein bisschen mulmig. Was hat er gesagt? Ach so, im Rückspiegel. Ja, da sieht man die Klappen. Aber jetzt sehe ich mal nach unten. Schon ganz schön hoch. Sieht alles so sauber aus und aufgeräumt. Was ist denn das? Ach, ein Traktor. Der wendet Heu. Und der gehört sicher zu diesem Bauernhof hier. Meine Güte, ist das klein. Und der Laster auch. Die Straße müsste doch zum nächsten Dorf. Ja, da ist es schon. Und mitten im Dorf die Kirche, wie sie es gehört. Das komische Muster neben der Kirche, das ist der Friedhof. Ja, so sieht man endlich mal die Dächer. Die Autobahn. Nicht sehr viel los heute. Wenn wir an der entlang fliegen, dann kommen wir in die Stadt. Was für eine Menge Häuser. Und überall wohnen Leute drin. Das muss man sich mal vorstellen. Ah, eine elektrische Eisenbahn. Habe ich auch zu Hause. Nee, Moment. Das ist eine richtige. Wie man sich täuschen kann von hier oben. Oben? Hey, wir fliegen zu tief. Wir kommen ja an die Bäume. Hör auf, ja. So ist es besser. Ein Bach? Nein? Nein, ein Fluss. Ein breiter Fluss. Die Häuser da hinten sehen ja ganz klein aus. Jetzt geht's ins Gebirge. Wir könnten drüber fliegen, wenn wir wollten. Huch, nicht so nah, wir stoßen ja an. Ein richtiges Schloss. Ja, mit allem drum und dran. Und so hoch oben, dass kein Feind ran konnte. Der König, der da gewohnt hat, hat sein Schloss sicher noch nie so gesehen. Der hatte ja auch kein Flugzeug. Das ist ein See für Nichtschwimmer. Das kann man gut von hier oben sehen. Denn die hellen Stellen im Wasser, die sind flach. Da kann man noch stehen. Noch ein See. Und die Boote brav in einer Reihe, wie eine Perlenkette. So ein kleines Boot habe ich auch in meiner Badewanne. Naja,
So klein ist es auch wieder nicht. Huch. Na, Gott sei Dank. Wir fallen nicht runter. Aber was ist das? Ein Mosaik aus Steinchen? Bunte Teppiche? Bauklötzchen? Kaugummipäckchen? Nein. Na sowas. Hey, da ist ja mein Stuhl und meine Ballons. Die will ich wieder haben. Aber er kann ja nicht anhalten. Na, dann landen wir eben. Moment, den kenne ich doch. Der kann's nicht lassen. Aber jetzt konzentrieren auf die Landung. Langsam, langsam und aufgesetzt. Ein großartiges Erlebnis. So ein kleines Flugzeug. Und so einfach. Und trotzdem, es fliegt. Na, ihr habt's ja gesehen, ein bisschen eng war es schon drin. Wenn jetzt also mehr Leute mitfliegen wollen, dann braucht man das Ganze schon ein paar Nummer größer. Nämlich so. Das ist eine Düsenmaschine. Eine 737, richtig. Aber Moment, das ist nicht der Anfang vom Film. Hier fliegt er ja schon. Ich möchte doch auch sehen, wie er tankt und wie der Pilot an Bord geht und das alles. Also nochmal zurück, ja? Danke. Hier steht die 737 noch. Und um sie herum ist eine Menge los. Sie will bedient werden. Zuerst müsste ja der Pilot kommen. Ja? Nein. Das ist doch der Müllwagen. Der wird den Müll vom letzten Flug mitnehmen. Ah, der Küchenwagen. Bringt das Essen an Bord. Ist ja auch sehr wichtig. Das ist auch nicht der Pilot. Aber der kleine Wagen rechts, da muss doch der Pilot drin sein. Nee, das sind ja die Putzfrauen. Naja, auch sehr nötig. Die nächsten Passagiere wollen doch ein sauberes Flugzeug. Was will denn das grüne Auto da hinten? Ist da vielleicht der Pilot drin? Nee, auch nicht. Der Müll fährt inzwischen weg. Und das ist der Tankwart. Der steht unter dem Flügel, denn da sind die Benzintanks drin. Sehr praktisch, nicht? Ah, na endlich. Der Pilot. Und der Co-Pilot und der Navigator und die Stewardessen. Na, dann kann's ja gleich losgehen. Ach so, das Gepäck, natürlich. Das kommt unten rein. Ja, nun wären wir aber soweit. Jetzt, was kommt denn da noch? Ach so, die Passagiere. Logisch, die kommen zuletzt. Der Pilot. Ob er Angst hat, dass nicht alle reingehen?
Jetzt geht's aber los. Der hier hört keine Musik. Der trägt Ohrenschützer gegen den Lärm. Und der passt auf, dass nichts mehr rumsteht, dass alles zu ist, dass nichts mehr rumliegt. Ja. Kabel nicht vergessen. So, auf zur Startbahn. So ein großes, schweres Ding kann fliegen. Na, ob er hochkommt? Klar, er hat auch Kraft. Tja, die großen Vögel, die wir eben gesehen haben, die funktionieren im Grunde genauso wie dieser Kleine hier. Hallo! Ach du meine Güte, jetzt bringt er mir meinen Stuhl zurück. Ach, entschuldigen Sie bitte, ja. Können Sie mir nicht erklären, wieso ich mit diesem Ballons nicht in die Luft fliegen kann? Ja, das kann ich. Das habe ich inzwischen auch gelernt. Sie brauchen nämlich nicht nur 50, um hochzukommen, sondern 3600 Ballons. 3600? Ach, halten Sie doch mal bitte. Ja. Ich starte noch mal rasch durch und werde mir die restlichen 3550 rasch besorgen. Ja, der kann es auch nicht lassen. Aber gut, bis der wieder da ist, das dauert noch ein bisschen. Da haben wir noch Zeit, um uns alle Flugzeuge noch mal anzusehen. Da war der Drachenflieger, der einfach von der Luft getragen wird. Und dann das Motorflugzeug. Das muss Kraft aufbringen. Sonst kommt es nie hoch. Und wenn wir das hier ein bisschen größer bauen, dann haben wir eine Düsenmaschine. Übrigens, ihr erinnert euch, der Mann, der die restlichen 3550 Ballons holen wollte, der ist nie wiedergekommen. Und ich weiß auch warum. Diese 3550 Ballons, die hätten den tatsächlich nach oben gezogen und der wäre geflogen und auf Nimmerwiedersehen entschwunden. Ja. Was ist denn nun los? Da ist er ja doch wieder. Ohne Ballons. Propeller hat er ja, aber keine Flügel, Tragflächen. Pusteblume.